Willkommen zurück bei Final Fantasy 3. Und bevor wir uns heute zu Dogas Anwesen wieder aufmachen, möchte ich mit euch ein kurioses, letztes verstecktes Dorf noch besuchen. Ich war da zwar noch nicht drin, bin aber schon mal mit der Invincible hier in etwa hingeflogen, weil mich das schon interessiert hat, wo wir hier hinkommen werden. Bisher war nämlich von keinem weiteren Örtchen die Rede, aber mal sehen. Natürlich, ein weiterer Schokobowald, den brauchen wir nun nicht, aber hier möchte ich noch einen kleinen Abstecher wagen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Es ist doch das Dorf Falgaband. Diesen Ort, den haben wir schon mal gehört, im Zusammenhang mit der Dunkelklinge. Dies ist Falgabad. Hier kommen jene zusammen, die sich erhoffen, die Kunst der Dunkelklinge zu erlernen. Ja, wunderbar. Gerne. Eine Heilkammer mal wieder, die haben wir schon länger nicht gesehen. Jetzt bin ich aber schon gespannt, wem wir hier noch so treffen werden. Und ob wir womöglich einen Dunkelritter in unseren Reihen brauchen. Ich habe mir schon immer gewünscht, einmal das legendäre Schwert Masamune in meinen Händen zu halten. Aber niemand weiß, wo es versteckt wird. Ah, da ist eine Höhle. Den Ungeheuern in der Höhle der Schatten soll man nur mit Dunkelklingen Herr werden können. Einige meiner Gefährten sind zu der Höhle nördlich von Amur aufgebrochen, um ihr Können auf die Probe zu stellen. Aber keiner ist zurückgekehrt. Es gibt Kreaturen, die sich teilen, wenn sie nicht von einer Dunkelklinge angegriffen werden. Ja, die haben wir bereits getroffen. Jetzt frage ich mich, ob wir hier schon viel früher hätten hingehen sollen, bevor wir zu der Höhle der Schatten aufgebrochen sind. Aber okay. Vor langer Zeit gab es Krieger, die sowohl heilige als auch dämonische Klingen zu führen vermochten. Sie nannten sich Ninja. Einzig Dunkelklingen können die Monster in dieser Höhle bezwingen. Wenn ihr vernünftig seid, dann kehrt ihr um. Ganz vernünftig sind wir nicht, aber wir haben tatsächlich keine Dunkelklinge parat. Die Frage ist nun, ob wir hier irgendwo an die rangelangen können. Dunkelklingen können nur von jenen geführt werden, die die Angst vor der Dunkelheit überwunden haben. Den Dunkelrittern. Dann gucken wir uns erst einmal die Geschäfte an. 640 Gil, Wucher. Da können wir in unserem schönen Luftschiff wesentlich gemütlicher schlafen. Und ja, ihr seht es hier schon, ich habe enorm viel aufgestockt, was die Phönixfedern und normale Heil-Items angeht. Weil, was soll der Geiz in diesem Stadium des Spiels? Ashura, Yoichi-Bogen und Yoichi-Pfeil. Braucht aber aktuell keiner von uns. Dämonenschild und Dämonenpanzer. Die sind bestimmt allesamt gut und wichtig, wenn man einen Dunkelritter in den eigenen Reihen hat. Aber auch ein wenig Magie gibt es hier. Vitra, Teleport, Blindner, Feurer, Eisra, Blitzer. Ja, das ist ein Ort, dem wir schon viel früher hätten mal einen Besuch abstatten können. Jetzt ist ein bisschen die Frage für mich, können wir vielleicht trotzdem, auch wenn wir jetzt nicht sonst wie gut ausgestattet sind mit einer Dunkelklinge und ähnlichem, womöglich hier vorankommen. Und wie komme ich zu dem Wasser? Ah, seht ihr, dort nämlich. Denn ich habe schon auf der Karte gesehen, dass man hier hoch kann, wusste aber nicht wie. High Potion gefunden, davon können wir jetzt leider keine mehr tragen. Dämonenschild. High Potion nochmal und ein Dämonenpanzer. Ja, wunderbar.
Dann wage ich mich aber trotzdem, glaube ich, mal in diese Höhle hervor, weil... Naja, wir haben jetzt eigentlich nicht so viele Nachteile davon. Wir können ja im schlimmsten Fall schnell wieder rausrennen. Naja, gut. So. Wir haben auch die Monster schon mal, diese Fresser- und Mampfermonster allesamt gesehen. Die konnten wir meistens wegballern, wenn wir eben nicht direkt physisch angegriffen haben. Die Feigerbarthöhle. Beten, verteidigen, verteidigen, Angriff. Ja, die sind nicht so stark für uns mehr. Aber die teilen sich trotzdem. Na gut. Es könnte passen. Dadurch, dass wir so hoch gelevelt sind, bräuchten wir vielleicht nicht einmal die Berufe wechseln. Thors Hammer erhalten. Das ist hier verstrickt. Da mache ich definitiv Gebrauch von unserem wunderbaren Minimap-Feature. Tja, die Frage ist, wo wir hier weiterkommen. Oder ob das wirklich sogar nur eine einzige Etage ist. Vielleicht geht es hier nur darum, das Masamune zu finden. Das wäre ja legitim. Kotetsu erhalten, so wie Ashura. Schön. Und da ist unten noch eine weitere Schatztruhe. Haniel, Walefor. Ja, die kennen wir allesamt. Die sind auch wirklich kein Spaß. Aber mit Treten und Angriff passt das, glaube ich. Versuch's weiter. Wenn nicht, rennen wir einmal weg. Die geteilten Monster nehmen nämlich die Lebenspunkte an von ihrer Elternentität. Daher sind die meistens dann nicht mehr so stark und können auch später relativ gut noch bewältigt werden. Ja, jetzt werden sie aber ein bisschen viel, gebe ich zu. Treten, Vitra. Und vielleicht machen wir mal Ignis und dann geht's so weiter. Ja, passt. Es war ein kleines, olles Zeitspiel damit, aber es ist okay. Am Ende gewinnen wir eben dann doch. So, jetzt gibt es hier den Dämonenpanzer. Ich bin mir unsicher, was man hier noch machen kann. Also oben gibt es etwas, was aussieht, als könnte man damit wegkommen. Aber ich weiß nicht, ob es hier noch einen Gang gibt. Hier kommen wir auch nicht weiter runter. Können also das Wasser gar nicht überprüfen. Bleiben nur noch drei Gänge im Norden. Nee, da auch nicht. Ich frage mich jetzt halt ein bisschen, ob wir womöglich einen Dunkelritter in unseren Reihen bräuchten, damit das Masamune überhaupt erscheint. Aber das wäre schon sehr, sehr merkwürdig. Nicht, dass ich es für komplett abwegig halten würde in diesem Spiel, aber naja. Egal, wir haben damit die Falgabarth-Höhle, die auch nur ein einziges Geschoss zu haben scheint, weil kein Untergeschoss oder sowas angegeben wird, in der Ortsbeschreibung gesehen. Und damit ist das wohl gegessen, das Thema. Ja, ein bisschen schade. Ich hätte mich schon darüber gefreut, wenn wir jetzt irgendwo das Masamune hier finden, aber ich wüsste nicht, wo es hier versteckt sein soll.
Unsere Exkursion nach Falgabad war also semi-erfolgreich, aber lasst uns nun zu Dogas Anwesen fliegen. Dazu brauchen wir allerdings die Nautilus. Dogas Schloss, Erdgeschoss. Hier entlang. Holt euch, was Unai und ich für euch vorbereitet haben. Danke für den Empfang, das ging sehr, sehr flott. Dogas Stimme hallt von den Wänden wieder. Durchquert diese Grotte, um zu Unai und mir zu gelangen. Warum bringst du uns nicht direkt zu euch? Jetzt sollen wir erst eine Grotte durchqueren und wissen nicht einmal wozu. Aber es sieht auch so aus, als gäbe es nur diesen einen Ausgang, keine versteckten Gänge, daher machen wir das mal. Ja, jetzt lässt er uns in Lindwürmer hier reinlaufen. Wieso das denn? Oder ist das gar nicht Doga? Wurden die zwei schon gekidnappt und gerade spricht eigentlich ein oder ein ähnlicher Hexer zu uns? Mal sehen. Es macht halt keinen Sinn, dass uns Doga jetzt nochmal durch so eine Art Prüfung hier gehen lässt, denn wir haben alle Zähne endlich zusammengebracht und wollen ja gegen die Krieger der Dunkelheit agieren. Also irgendwas kommt mir jetzt schon kurios vor. Ich heile mich mal für alle Fälle. Gil erhalten hingegen, das ist schon eine ordentliche Summe, auch wenn wir uns am Ende des Spiels nicht über zu wenig Geld beklagen können. Viermal einen Nemesis. Ja. Gucken wir mal. Sind schon ordentlich stark geworden wieder, die Gegner. Also man merkt trotzdem den Sprung. Reichtümer, Reichtümer, Reichtümer. Das zweite Untergeschoss. Andererseits heißt der Ort halt auch Dogas Grotte und nicht, keine Ahnung, Schimmelparadies oder so. Also ist es womöglich wirklich ein Ort, den auch Doga errichtet hat. Mal sehen. Also diese Oger können aber auch gewaltig austeilen. Drei Türen. Die erste führt uns in einen Raum mit Skeletten, würde ich sagen. Das ist nicht positiv. Irgendwie kommt mir das nicht wie das Machwerk von Doga vor. Warum auch? Warum sollte uns Doga hier jetzt hinschicken? Es ergibt für mich keinen Sinn. Ja, vielleicht doch mal ein bisschen mit Beschwörungszaubern hier arbeiten. Weil ich keine Lust habe, dass uns Claire hier so schnell wegstirbt. Und die Humba-Bars, so lustig bescheuert der Name auch ist, können einfach mal Leute versteinern. Ja. Vielen Dank für diese tolle Grotte, lieber Doga. Eine weitere Tür. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob es hier schon weitergeht.
Wir haben einen Vorhang erhalten. Bewirkt Refleck. Ich gucke einmal, wo es jetzt hier lang geht. Wenn ich dann denke, dass es wirklich auch schon mit der Story hier vorangeht, würde ich nochmal zurücklaufen. Wie viel stecken diese Humbabas denn ein, sag mal? Na gut. Ja, das sieht schon aus wie das Ende von Dugas Grotte. Dann gehe ich noch einmal zurück, weil wir hatten noch eine Tür. Da würde ich schon auch noch gerne sehen, was sich dahinter verbirgt. Und es sind nur ein paar Truhen, aber wer weiß. Ein weiterer Hinterhalt. Und ich habe nicht geheilt. Mist. Nee, da war ich zu doof. Ich fliehe hier einmal. Das möchte ich mir nicht antun. Da habe ich gerade das irgendwie komplett verschwitzt, meine Routine. Gut. Vorhang, Vorhang, Vorhang. Ich habe den Eindruck, dass wir gleich gegen einen Hexer mit starken Magiezaubern antreten werden. Und dass wir womöglich von diesem Reflexzauber dann auch Gebrauch machen sollten. Das kann ja heiter werden. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl hier. Vielleicht komplett unbegründet und es ist alles nur Vorbereitung. Aber... nee. Vielleicht bin ich auch ein bisschen paranoid gerade. Nee, es sind die beiden. Gut, ihr habt es geschafft. Ich habe den Yurika-Schlüssel besorgt, doch wir müssen ihn noch vervollständigen. Und dazu müsst ihr Unai und mich im Kampf bezwingen. Richtig, ihr müsst euch uns stellen. Warum? Was? Das meint ihr nicht ernst, oder? Hört jetzt gut zu. Vor langer Zeit gelangte die Menschheit in den Besitz von Waffen, die so mächtig waren, dass niemand sie handhaben konnte. Die Waffen wurden in Yurika versiegelt, doch nun ist die Zeit gekommen, von ihnen Gebrauch zu machen. Der Schlüssel wird euch nach Yurika führen. Um ihn zu vervollständigen, bedarf es jedoch einer gewaltigen Energie. Einer Energie, die nur im Kampf gegen Unai und mich freigesetzt werden kann. Aber es muss doch einen anderen Weg geben. Wir können doch nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid unsere Freunde. Unschuldige Narren, ihr habt keine Wahl. Wenn ihr nicht kämpft, werdet ihr sterben. Doga greift die Gruppe an. Das ist Doga? Dann lasst uns doch einmal Leviathan beschwören. Und ansonsten macht Claire einmal den Sprung. Blitzgar, ja moin. Dämonenblick. Ich wollte gerade sagen, auch cool, etwas, was wir noch nicht gesehen haben, aber nee. Flair? Ja, natürlich. Haus raus, Digga. Ja gut, ich habe auch vergessen, Lorenz wieder in den Verteidigungsmodus zu bringen. Das war meine eigene Schuld, fällt mir auf. Och Manno, Vigra auf Lorenz. Lorenz soll sich erstmal verteidigen. Und Claire bitte nochmal springen. Mhm.
Ja, das ist nicht so schön. Verteidigen und verteidigen. Wir lassen Ziwin und Claire angreifen. Das sollte genügen, hoffe ich. Erstmal. Weiter. Jetzt auch nochmal Flair auf Ziwin. Das ist mies. Und natürlich stirbt Ziwin. Ja. Selber schuld. Ich muss öfter heilen und ähnliches. Das kann ich da nicht so einfach lassen. Angriff. Vigra auf Ziwin und noch einmal verteidigen. Sowie ein weiterer Sprung. Okay. Doga ist jetzt immerhin besiegt, aber wir hatten keine Möglichkeit mehr, alle zu heilen. Das macht mich ein bisschen pessimistisch gerade. Doga, du darfst nicht sterben. Aber jetzt bin ich erstmal an der Reihe. Macht euch bereit. Nein, Unai, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Zum Plaudern fehlt uns die Zeit. Keine Angst. Selbst wenn unsere Körper vergehen, so werden unsere Seelen fortleben. Und jetzt los, kämpft gegen mich! Und natürlich sind alle immer noch mit denselben Schäden nur. Also, ja. Unai sieht auch sehr kurios aus, aber das soll uns nicht hindern. Vigra auf alle, Lorenz... Lieber erstmal nichts und Claire springen. Protes erstmal, ja. Keine dumme Wahl. Im Gegenteil. Verteidigen. Sanctus. Ja, das ist ganz schön schädlich für uns hier. Ja, aber die Strategie bleibt erstmal dieselbe. Hubert wird so viel heilen wie möglich. Ziwin und Claire sind unsere Hauptangreifer. Alles beim Alten. Wir könnten auch nochmal mit Ignis ein bisschen herumspielen. Gar nicht mal so schlecht. Sehr gut. Ignis ist, also der Ignis Beschwörungszauber für Ifrit, der ist zwar nicht mehr lange möglich, aber ich denke, Schaden kann es nicht, den noch einmal durchzuführen. So, Schneesturm. Und alle leben noch. Das war okay. Der Flächenzauber hat jetzt nicht so viel abgezogen. Und auch Unai wurde bezwungen. Fantastisch. Doga, Unai. Ausgezeichnet. Der Yurika-Schlüssel ist nun vervollständigt. Nehmt ihn an euch. Und wir haben den Yurika-Schlüssel erhalten. Doga. Seid nicht traurig, junge Krieger. Unsere Seelen werden weiterleben. Geht nun zum Cyrkus-Turm. Vorbei an den Statuen, die ihn bewachen. Haltet Zande davon ab, eine Herrschaft der Dunkelheit zu errichten. Nur ihr könnt das vollbringen. Der Eingang zu Yurika befindet sich in
Xandes Turm. Dies werdet ihr ebenfalls brauchen. Es ist der Sayakus-Schlüssel. Nur mit ihm lässt sich die versiegelte Tür innerhalb des Turmes öffnen. Wir werden immer über euch wachen. Bringt Xande auf den rechten Weg zurück. Unai. Und wir haben noch den Sayakus-Schlüssel erhalten. Und damit sind unsere zwei großartigen Magier also verstorben. Wir sollen uns aber in ihrem Auftrag zu Xandes Turm aufmachen und dort ominöse versiegelte Waffen finden und auch gegen Xande antreten. Das werden wir also im nächsten Part wagen. Wir sehen uns.